So, Jungs, von der WhatsApp-Gruppe. Wir machen das gleiche wie immer, Holzsäge. Jetzt zeige ich mal die Doppelkupplung, mal finden auf das Pedal. Also das ist jetzt der reine Fahrkupplung. Ja? Wenn er das dann noch mit entsperrt und drückt ganz durch, dann ist Doppelkupplung. Und dann möglichst wenig Drehzahl, dann hinter, langsam rauskommen lassen. So, dann machen wir zur Sägerung gehen. Nehmen wir den Sägeblatt. Dann ein Stück weiter zurück, dass die ganze Säge von der Seite. Du siehst auch kein Sägeblatt. Okay, dann braucht sie Power. Wir sind jetzt knapp 1900 Umdrehungen. Also ich habe gemerkt, zwischen Messarbeitengeschwindigkeit, das sind glaube ich so 1700 Umdrehungen, bis 2000 Umdrehungen läuft so optimal. Bei 2000 Umdrehungen greift am wenigsten die Rutschkupplung ein. Bei 1700, wenn du doch mal zu schnell drückst, dann macht es klack, 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 die ganze Zeit, weil die Rutschkupplung kommt. Also, ciao.